Schusch, Leute, willkommen zurück zum Sonntag. Heute an diesem sehr düsteren, verschneiten Sonntag. Und ja, das Wetter tut, was es tun muss. Es macht müde. Und das könnte aber auch daran liegen, dass ich gestern 12 Stunden gestreamt habe und heute meine Stimme dementsprechend, glaube ich, gar nicht erst in die Gänge kommen möchte. Ich hole mir, glaube ich, gleich erstmal nachher, wenn wir hier fertig sind, einen Tee und dann mache ich mir erstmal heute und morgen mal einen chilligen. Und dann ab Dienstag geht's wieder los mit den üblichen Streams und mit mehr und weniger und habt ihr nicht gesehen. Aber viel eher möchte ich jetzt erstmal auf das zukommen, was jetzt gestern oder generell die Woche los war. Die Woche war an sich super und generell, aber das Highlight war absolut gestern, weil gestern war ja der Patreon 12-Stunden-Stream. Solltet ihr es nicht gewusst haben, denn I upload that shit later. Das kommt dann so nach und nach jetzt immer so mit dem normalen Content nebenbei. Ich werde wahrscheinlich auch heute wahrscheinlich noch eine Folge Undertale hochladen, weil davon habe ich auch noch einige. Und ja, davon habe ich jetzt einiges. Also Content fehlt jetzt aktuell nicht. Und erstmal, was ganz wichtig ist, vielen Dank hier für die Leute überhaupt, die das möglich gemacht haben, dass dieser 12-Stunden-Patreon-Stream erstmal stattgefunden hat. Ganz großes Lob an euch und auch generell Riesendanke an alle, die gestern da waren. Auch wenn ihr dann nur kurz da wart oder nur schon kurz reingeschaut habt. Vielen Dank fürs überhaupt da gewesen zu sein. Da gewesen sein. Und noch ein ganz großes Danke an eine Handvoll Leute, weil ihr wisst, wer gemeint ist. Ich meine damit die Leute, die gestern einen Bitkrieg angezettelt haben und mein Glas zum Überlaufen gebracht haben. If you know what I mean. Euch nochmal wirklich ganz großes Danke. Und das ist wieder einer dieser Momente, wo ich noch nicht ganz sehen kann, womit ich das verdient habe. Weil letzten Endes, das war jetzt 12 Stunden Stream Nummer 2, obwohl wir schon seit Monaten dieses Ziel eigentlich schon immer haben. Von daher, ich schuld euch noch mindestens 2 oder 3 oder 4 12-Stunden-Streams. Selbst sollte das Patreon-Ziel jetzt in der Zeit runtergehen, was es immer noch nicht ist. Also werde ich euch offenbar noch jede Menge Streams schulden. Und generell, auch was die Games angeht, war gestern wunderbar und das war echt eine coole Sache, alles in einem. Angefangen haben wir halt mit Soul Calibur 3, wo, das Game is still awesome. Ich mag es immer noch und don't fucking mess with Lizard Man. He will fucking bite your head off. Und dann wird er König und dann es ist der Stream-König, ne? Also wir haben das ja, das ist ja jetzt nicht mehr Stream-Boss, diese Leiste da, die wir da haben für Spenden und alles. Das ist ja jetzt mittlerweile der König und sein Fleischthron durch euch ernannt. Finde ich aber cool. Finde ich super, dass ihr das so annehmt. Und wie gesagt, auch da immer noch wirklich, ich weiß nicht, womit ich das verdient habe, dass so viele Leute da gestern wirklich gespendet haben auch noch. So aus dem Nichts, das hat auf einmal angefangen und it didn't fucking stop. So mit dat Chris Big Chili, das Glas, alles auf einmal, alle haben es auf einmal angefangen und dann habe ich mir gedacht, so wow. Noob Rocks auch, alle und dann war auf einmal, stand ich da und dachte mir so, hä? Wieso? How did you deserve this? You just sit here and play fucking games. Und das war einer dieser Momente, wo ich glaube ich so schnell nicht vergessen werde. Vielen Dank dafür. Was jetzt wieder weiter in die Games angeht, Devil May Cry 1 ist immer noch nicht mein Stil, ist immer noch nicht mein Ding, das habe ich jetzt mittlerweile raus. God Hand dafür aber umso mehr, weil das werde ich weiterspielen irgendwann. Das Game ist super geil, da könnt ihr mehr von erwarten. Es ist God Hand gegen Mobbing. Also wenn da irgendwer gemobbt wird, dann kannst du erwarten, dass hier Mr. ein Must Not Fab ankommt und dir die Scheiße aus dem Leib prügelt. Es ist unglaublich geil, das will ich unbedingt weiterspielen. Das will ich unbedingt weiterspielen. Denn die Bionicle Games, wo ich enttäuscht war, tut mir leid, dass ich davon enttäuscht war. Aber ich weiß auch nicht. Also, das soll jetzt kein Angriff sein, aber ich habe halt einfach gelernt, selbst wenn Nostalgie für ein gewisses Spiel vorhanden ist, sollte man es trotzdem mit einem kritischen Auge manchmal betrachten. Das heißt noch lange nicht, dass es dann schlecht ist, um Himmels Willen.
Nur weil jetzt so ein Typ im Internet sagt, dass das Spiel, wofür du super viel Nostalgie hast, heißt nicht, dass es jetzt unbedingt schlecht sein muss. Um Gottes Willen, jeder ist erlaubt, seine eigene Meinung zu haben. Ich klinge auch hier gerade wie so ein absoluter Junkie. Es könnte daran liegen, dass ich irgendwo hundemüde bin, weil das Wetter heute, es ist den ganzen Tag, es ist nur stockdunkel und schneit. Das heißt, ich muss hier schon Licht anmachen. Das Licht ist gerade mal da, dass ich halbwegs wach bin. Und Kaffee funktioniert nicht. I tried. Deswegen, es ist heute Stream. Ich bin nicht zum Streamen in der Lage, das weiß ich jetzt schon. Ich bin auch meine Stimme, die sagt sich noch, nee, you better don't talk. You better not cry. You better shut up, I'm telling you why. Und Fakt ist, der Stream gestern war Bombe. Ganz ehrlich, der war super. Deswegen, ich werde jetzt gucken, dass wir uns dann für nächstes Mal wieder ein Thema aussuchen, wo dann wirklich eh damit zufrieden ist. Ich werde nur dann wahrscheinlich einen Straw-Poll machen, weil ich realisiert habe, dass dieses Voting-Feature, was YouTube hat, offenbar nicht in der Lage ist, vernünftig zu zählen. Weil jedes Mal, wenn ich nachgeguckt habe, waren es 98% oder 99%. Es ist irgendwie nie auf 100 gegangen und ich sitze da und denke mir so, how? Wie? YouTube, wie machst du das? Wie kriegst du das hin? Deswegen, es ist immer ein bisschen merkwürdig gewesen. Das nächste Mal machen wir wieder einen Straw-Poll und dann läuft das Ganze auch besser, hoffentlich. Dann kann ich auch alles ein bisschen besser nachvollziehen. So, wann, wie viele gevotet haben, etc. pp. Und, ja, Spyro Eternal Knight haben wir angespielt. Werde ich auch wahrscheinlich jetzt irgendwann weitermachen, weil es ist auch gar nicht mal schlecht. Hat auf jeden Fall mehr Sinn als der erste. So viel ist man sicher. Ja, mal gucken, was sich da noch entwickelt. Und ja, okay, den dritten besitze ich jetzt nicht. Also kann ich dazu jetzt nicht sagen, dass ich das irgendwann mache. So, ja. Ist halt so, leider. Was wollte ich noch? Mein Kopf ist gerade schon wieder überall, nur nicht da, wo er hin soll. Ach ja, genau. Das, was ich jetzt, wo ich mich heute eventuell noch ransetzen werde, ist nämlich, dass man mich gefragt hat, ob ich ein Overwatch-Turnier casten möchte. Ich natürlich mit keiner Cast-Erfahrung an sich. Alles, was ich kann, ist halt reden. Und dementsprechend, ja, ihr kennt mich. Ihr wisst, wie ich bin. Ihr wisst, ich spiele eine Menge. Ich habe schon eine Menge Overwatch gespielt. Bin selber nur ein Platin-Bub. Und soll dann hier ein High-Elo-Turnier casten. Deswegen ist es interessant, definitiv. Auch wenn ich da, ich bin ganz ehrlich, ich würde gerne meinen Fuß einfach mal so in diese Tür setzen, um zu gucken, was daraus wird. Deswegen, ich hoffe, da wird, komme ich mit dem guten Herrn, der mich da gestern angesprochen hat im Stream-Chat, in Kontakt. Und dass wir da einmal genau besprechen können, worum es da geht, wieso, weshalb, warum. Und ja, ich denke mal, das war's sogar schon wieder jetzt. Ja, das war's tatsächlich schon wieder für heute. Ja. Euch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns jetzt am Dienstag wieder. Ich gehe ins Bett. Bis euch eine schöne Zeit. Bis nächstes Mal, Leute. Bye.